primitiv und vulgär, eine Kakophonie von nervöser, krampfhafter Musik und ein unmusikalischer Chaos. Diese grauenvolle Kritik war an einen jungen russischen Komponisten gerichtet, der heute als einer der wichtigsten Komponisten und Musikern des 20. Jahrhunderts gilt, Dmitri Dmitrievich Schostakowitsch. Trotz der Unterdrückung in der Sowjetunion sind seine Avantgardenwerke sehr bekannt, die auch verborgene Themen von Faschismus, Krieg, Tod und Angst ausdrücken. Doch unser Stück hat keiner dieser Themen. Wir spielen die 5 Stücke für 2 Violinen und 1 Klavier von Schostakowitsch. Eigentlich sehr witzige Tanzmelodien, sehr außergewöhnlich für Schostakowitsch. Das Erscheinungsjahr ist unbekannt, doch es wird behauptet, dass er ziemlich jung war, als er es schrieb. Ich behaupte persönlich, er war 4 oder 5 Jahre alt.
Piron am Klavier. Vielen Dank. Und natürlich Siglinde Esadi, die hier vorne sitzt. Und natürlich die Eltern, die hier irgendwo sitzen. Also, wir haben noch eine kleine Überraschung in Arme. Und zwar ein Stück, was wir vor sehr langer Zeit in einem Wettbewerb gespielt haben. Und zwar ist das von Georgi Ligeti, ein ungarischer Komponist. Wir sind heute sehr im Osten. Jedenfalls ist ein sehr kurzer Tanz, also Jog. Das ist das rumänische Wort für Tanz übrigens. Wieder Rumänien.